Freunde, wir sind diesmal auf dem Campingplatz in Plitvice. In Plitvice sind wir diesmal und das ist an einem Nationalpark. Der Nationalpark, wo Winnetou ein Schatz am Silbersee gedreht wurde. So, los geht unsere Runde über den Campingplatz. In der Mitte des Campingplatzes befinden sich hier so kleine Häuschen mit schön angelegten Teichen, einem kleinen Wasserfall. Also richtig hübsch beleuchtet hier in der Nacht alles. Auch der Wasserlauf, ich sag mal Wasserlauf vielleicht, ist hier schön beleuchtet. Genau neben dem Eingang befinden sich hier wieder zwei Waschplätze für Wäsche, dann für Geschirr. Hier sind die Toiletten für die Damen, um die Ecke sind die Toiletten für die Herren. Dann gibt es hier Familienduschen und hier ist dann die Müllentsorgung daneben. Und ihr habt noch die Möglichkeit hier zu waschen und zu bügeln, für wen das wichtig ist. Hier gleich hinterm Eingang kann man Fahrräder mieten. Oder, und das sind wirklich krass, was habe ich auch noch nicht gesehen, gibt es hier so Roller. Die sind richtig, die sind brachial. Die sind auch ziemlich schnell, die fahren hier auf der Straße mit den Dingern herum. Hier sieht man gleich nochmal den Campingplatz. So, für wen das interessiert, vielleicht klappt es ja mit Abscannen von diesen Nummern hier. Keine Ahnung. Also man kann reiten, irgendwo Kletterpark, Grotte, Fahrradtour. Quad-Tour, was gibt es denn hier noch alles, Mensch? Käse? Okay, Käse gibt es auch. Pferdekutsche habe ich gesehen. Irgendein Wildpark gibt es scheinbar ja auch noch. Und hier gibt es auch irgendwo außerhalb noch so eine Art Safari-Tour. Hier sieht man nochmal den Nationalpark, sehr schön. Und gleich nebenan gibt es einen Minigolfplatz. Einen Indianer-Minigolfplatz. So, hier ist ein bisschen laut, weil ich genau an der Straße bin. Dann gibt es hier noch dazu einen Minimarkt, gibt es hier ein Restaurant und ein Café. Und dahinter befindet sich das Chemie-WC und Auftanken. Das geht hier außerhalb des Campingplatzes entlang. Und ihr habt natürlich gegenüber eine INA-Tankstelle. Also man kommt hier auch gut weg. Kann man mal schön tanken. Gut, hier hinten, jetzt wollte ich es doch noch mal kurz gezeigt haben, ist das Chemie-WC und das Auftanken. Ist jetzt wirklich nichts Besonderes und Ablassen von Grauwasser. Und die Hundedusche. So, für die Kiddies gibt es hier einen ganz, 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 ganz tollen Spielplatz. Und für die Älteren natürlich ein bisschen Volleyball und Tischtennis. Und was ist das hier an der Seite? Ist irgend so eine, da kann man da irgendwas machen. Was heißt denn dieses Spiel da? Boccia-Bahn, das kann sein, ja, ist das Boccia. So schaut hier ein Komfortplatz aus. Also man hat halt Strom, aber kein Wasser. Bei Standard ist Strom, glaube ich, dann auch etwas Mangelware. So schaut dann hier ein Premiumplatz aus. Und da gibt es dann halt Strom und Wasser. Ich glaube hier hinter den Büschen, genau. Da hat man dann eine Säule und da ist dann Strom und Wasser am Platz. So, hier gibt es ein Schild. Hier geht es zur Wellness-Oase und Massage. Und jetzt richtig deutet zu einem Hundespielplatz. So, das hier ist dieser Hunde-Play-Spielplatz, Playground, wie es so schön dran steht. Bisschen hüpfen, bisschen drüber laufen. Und genau daneben ist das Wellnesshäuschen. Dann gibt es hier noch Plätze mit Pergola. Das ist wahrscheinlich ein Premium Plus, oder? Würde ich sagen. Ja, hier wird das Premium Plus sein, ja. Dann gibt es hier solche Häuschen zum Mieten. Die sind ganz nett. Die gibt es auch direkt hier am Swimmingpool, der etwas sehr klein ausfällt für die Größe des Campingplatzes. Ihr seht es gleich da unten.
Und hier oben ist halt nochmal eine Bar und eine Toilette. Nicht sehr groß für das, was hier an Plätzen ist. Und hier hat man nochmal 3 Duschen. Dann gibt es ganz da hinten, ich glaube man kann es sehen, da gibt es auch Grillplätze. Und hier gibt es Tippis zum Mieten. Und das hier unten, zeige ich euch drauf, ja genau, hier wird eine Leinwand hoch, hier gibt es ein Freilichtkino. So, hier steht noch unser Oscar. Wir haben, das nennt sich dann schon Komfortplatz. Wir haben zumindest Strom, aber kein Wasser. Aber ich glaube, da gibt es keinen, nicht wirklich einen großen Unterschied zu Standard. Ich glaube, bei den Standardplätzen gab es auch Strom. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber am besten, man nimmt hier einen Premiumplatz. Da hat man wenigstens Wasser und Strom. Vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video.